Ludwig, wir sind gerade auf der Premiere von Freies Land. Genau. Großer Applaus. Wahnsinn. Total. Danach war Riesenapplaus. Und auch ich habe wahnsinnig Applaus gegeben, weil der Film, ich habe den zum ersten Mal gesehen und er war, hat mich umgehauen. Ja. Wirklich. Was kannst du uns denn zu den Dreharbeiten vielleicht sagen oder zu deiner Rolle? Die Dreharbeiten waren wahnsinnig kalt, weil wir in der Ukraine gedreht haben. Und es war wahnsinnig spannend, aus Berlin zu kommen, wo alles so ein bisschen Larifari-Wetter war. Und dann kommt man in die Ukraine und da ist komplett Schnee. Und es war witzig. Ja. Und es hat viel Spaß gemacht, auch wenn ich nur wenige Drehtage hatte, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja. Du spielst den Charlie. Genau. Wie würdest du deine Rolle beschreiben? Was ist er für ein Typ? Das ist ein ziemlicher Draufgänger, würde ich sagen. Ein ziemlicher Frauenheld und das nutzt er auch gut aus in diesem Film. Aber das will ich auch nicht zu sehr spoilern, weil das macht es interessant. Ja. Was ist vielleicht noch das Besondere an diesem Film im Gegensatz zu anderen Filmen, die im Osten spielen? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nur, was ich sehr besonders an diesem Film finde. Und zwar finde ich, dass die bildliche Umsetzung wahnsinnig ist und ich finde das Spiel wahnsinnig toll. Und das Drehbuch hat mich auch umgehauen und habe gesehen, dass es im Schnitt total aufgeht. Also es ist mir eine Ehre, bei dem Film mitspielen zu dürfen. Ja. Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern? Total gut, total gut. Ich habe neue Kontakte geknüpft und alte wieder getroffen. Ja, die Hauptrollen sind ja zwei erfahrene, gestandene Schauspieler. Oh ja. Der eine, der Felix Kramer, hat bei Dogs of Berlin mitgemacht und mit dem habe ich aber auch schon mal bei einem anderen Projekt zusammengearbeitet und es war total schön, ja. Ja. Gut, dann bedanke ich mich erstmal und ich wünsche viel Erfolg. Schön, Sie wiederzusehen. Ja. Immer wieder. Vielen Dank.